YouTube ist nicht mehr das, was es mal war. Das sagen jedenfalls einige von euch. Deshalb machen wir heute einen Schritt in die Vergangenheit und schauen uns das Video von Julian Stories an. Das war YouTube Deutschland. YouTube geht nur noch um Geld, zumindest heutzutage. Damals ging es einfach viel mehr um die Community. Darf ich euch vorstellen, das ist YouTube Deutschland. Liebe Abonnenten, Hallöchen, Popöchen. Habt ihr den Job einfach nicht mitbekommen? Wir befinden uns im Jahr 2005, als YouTube geboren wurde. Eine Plattform, wo niemand geahnt hätte, dass sie eine komplette Fernsehindustrie auslöschen wird. Das Motiv Broadcast Yourself wurde zum Millionen-Business. Die ersten deutschen YouTuber wagten sich aber erst im Jahr 2009 hochzuladen. Albertusson startete mit Comedy-Videos, die bis heute komplett legendär sind. Hi Leute, mein Name ist Alberto und ich mache Beatbox. Das ist Musik mit dem Mund. Klingt cool. Ja, Mann, ich kenne noch sein Format von früher, Al, Bert und O, wo er so in drei verschiedene Rollen schlüpft. Das war schon sehr unterhaltsam. Ist aber so. Kurz darauf startete Bibis Beauty Palace ihren YouTube-Kanal über Schmink-Content und anderen Stuff. Eröffnet habe, mache ich als allererstes mal ein Vorstellungsvideo, damit ihr halt wisst, mit wem ihr es so zu tun habt. Mit ihrem damaligen Freund und wurde zur eigenen Marke und hatte bereits einige Jahre später eigene Produkte wie Bilou. Sie ist bis heute die meist abonnierte deutsche YouTuberin und so gut wie jeder Jugendliche steht auf ihren Shit. Es dauerte nicht lang und die YouTuber wurden immer mehr. Kelly Mrs. Vlog startete auch dazu. Dazu zählt sie auch zu den bekanntesten YouTubern und ist für ihr Format Kelly kommentiert Kommentare komplett bekannt. Trinkst du vor dem Dreh deiner Videos Kaffee oder wieso bist du so aufgedreht? Ich aufgedreht von Kaffee. Dazu zählen aber auch noch Melina Sophie, die zum Beispiel eine Weltreise... Noch nie gehört, die ganzen Girls. Außer jetzt Bibi. Und ich glaube, die hat richtig Cash gemacht. ...gemacht hat. Außerdem gab es kurze Zeit nach Bibi YouTuber wie Gronkh, Paluten, Unge oder Gomme mit Minecraft-Content. Es werden immer mehr YouTuber. Man kann sie nicht mehr zuordnen. Iblali mit Ali Tells oder Julian Bam mit halben Kinofilmen, die damals schon das Niveau von YouTube gesprengt haben. Dazu zählen Videos wie Parodien von Songs, Songs aus der Bohne oder Märchen in Asozial. In der Zeit erreichten die YouTuber eine kleine, aber zusammenhaltende Community. Die Zuschauer waren einfach viel dankbarer und haben sich viel mehr für die Person interessiert, weil es zu dem Zeitpunkt einfach nicht viel Austausch gab. Emras Lifehack-Video, Denas GTA-Videos, Monton Electrics Call of Duty-Videos oder eben Nebelneaks Minecraft MLGs auf GommaHD.net waren nicht ausgeschlossen und haben bereits eine Menge an Boah, ich habe mir damals diese Anime-AMVs gegeben. Kennt ihr das noch? Da haben Leute beispielsweise so die besten Szenen aus Dragon Ball genommen, Linkin Park Musik drunter gesetzt und los geht's. Erzeugt. Justin bzw. Pixelwolf war Minecraft-YouTuber und hat schon seine eigene erfolgreiche Modemarke Peso. Jeder 15-Jährige läuft nicht mehr mit H&M rum, sondern nur noch mit Peso. Peso, 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 Peso. Die Lochis mit ihren einzigartigen Songs damals, die von den meisten Jugendlichen die Helden waren. Die Prankbros kamen und hatten die besten Pranks der Welt. Der Game Master ist bis heute immer noch unter eurem Bett, wenn ihr den Kanal nicht abonniert. Also wirklich bitte abonniert, ich habe für das Video vor lange gebraucht, bitte. Inscope. Junge, leben diese Prankbros eigentlich noch? Ich habe mir die ehrlich gesagt nie gegeben, aber nur so bei anderen YouTubern mal gesehen, wie schlecht die Pranks eigentlich waren. Sascha. Das YouTube-Duo zu der Zeit erschien schon zum Millionenpublikum. Mit einzigartigen Videos, wie sie die ganze Jugend dadurch geprägt haben. Und dabei hat er tatsächlich viermal seinen Führerschein. Nicht bestanden! 3.9.2014. Julian Bam, Dena, Unge und Jeng starteten eine Longboard-Tour durch ganz Deutschland und haben damit komplett Geschichte geschrieben, mehrere Millionen Aufrufe und Leute, die auch mitgefahren sind. Hat YouTube Deutschland komplett revolutioniert. Die ersten größten deutschen... Als ehrlich, diese Longboard-Tour, nie davon gehört, nichts davon mitbekommen. Ich habe mehr so die Fitness-Szene konsumiert. Minecraft-Serien starteten ebenfalls mit Uralt-Legenden wie Early Boy, Zander, Dena, Unge oder Gomme. Die Projekte, die am meisten durch die Decke gingen, zählen zu Hero, Varo, Quaffletech und vieles mehr. Fresh Talk auch davor schon an guten Content überflutet und ist in derselben Zeit komplett viral gegangen mit dem Mathe-Song. Der Fake. Mathe ist ein Arsch für mich. 5. Oktober 2016 gaben Dena, Easy, Paluten, Revinzeit und Stormwaffel bekannt, dass sie ein Büro in Köln haben, in dem sie in Zukunft zusammen wohnen und aufnehmen werden. Zum Beispiel Paluten, der sein Zimmer nie fertig bekommen hat und am Ende dann komplett zum Bällebad wurde. Sie nannten das Büro UFO, was die Abkürzung für unser fettes Office steht. Zur gleichen Zeit releaste Leon Mascher seinen Song Copacabana und wurde zu der Zeit sogar einigermaßen noch gefeiert. Davor und auch nach dem... Den Song fand ich ehrlich gesagt krass. Ich glaube, der hat, was weiß ich, so 100 Millionen Aufrufe gehabt oder so.
Einfach nur krank, obwohl vorher Leon irgend so ein Album gebracht hat, was richtig gefloppt ist, bringt er dann auf einmal so einen Song, der so ein richtiger Banger war, auf einmal 100 Millionen Aufrufe. Aber ja, ganz ehrlich, sei ihm gegönnt. Dreht er oft Fake-Pranks mit UpRed, der ebenfalls Songs wie Billo oder Papawagen rausgebracht hat. Nagelneuer Benzer. Und zugleich wegen einem Bombenprank ins Gefängnis musste. Der Bombenprank. Ich bin euch ehrlich, auch wenn das ehrenlos ist, auf den ersten Blick fand ich diesen Bombenprank echt witzig. Also ich hab gelacht, ich musste lachen. Auch wenn das natürlich uncool für die Leute ist, die das betroffen hat und die vielleicht wirklich einen Schock erlitten haben. Denn man weiß es nicht, haben die wirklich einen Schock bekommen oder haben die sich gedacht, aus diesem YouTuber können wir noch den ein oder anderen Cent ausquetschen. Bam hatte seine eigene Tanzschule eröffnet, die Bam School. Unter anderem war er der erste deutsche YouTuber, der das Gesicht von Fanta und in einem Film Sonic nachgesprochen hat. Alles war still um YouTube Deutschland, aber auf einmal kam Fortnite. Und komplett YouTube war nur noch an diesem Spiel interessiert. Minecraft, Call of Duty und so weiter ging komplett down. Jeder. Ich bin euch ehrlich, ich habe auch noch nie in meinem Leben Fortnite gespielt. Meine Gaming-Zeiten liegen etwas weiter zurück, also früher habe ich sehr viel gezockt, aber mehr so, was war da früher angesagt? Counter-Strike, Warcraft 3, World of Warcraft, wo das rauskam, war das einfach krank. Aber irgendwann habe ich einfach aufgehört zu zocken, ne, keine Zeit mehr so, man hat Uni, Training. Das wird ein Ende für jeden YouTuber, wodurch wiederum Standard-Skin oder Iquimix aber komplett viral ging. Zu dem Zeitpunkt war Fortnite an seinem Höhepunkt. Langsam bekam Simplicissimus immer mehr Aufmerksamkeit mit ihren einzigartigen Content für Bildung, Aufklärung und historischen Geschichten. Wie bei fast jedem Spiel war der Hype langsam weg. YouTube Deutschland war zu dem Zeitpunkt am Ende. Niemand hat sich getraut, anderen Content als Fortnite hochzuladen, oder? Fritz Meinecke hat mit die krasseste YouTube-Videoreihe gemacht, und zwar Seven vs. Wild. Mittlerweile sind es schon 3 Staffeln und es ist besser produziert als die meisten im Fernsehen. Ihr wisst nicht, was Seven vs. Wild ist? Kurze Erklärung. Im Prinzip landen 7 Leute auf einer Insel und wer meisten Aufgaben erledigt und bis zum Ende da bleibt bzw. überlebt, hat eben gewonnen. Die Gamescom war der... Das ist schon krass, sowas wie Seven vs. Wild einfach als normaler YouTuber zu etablieren und auf die Beine zu stellen. Um deinen YouTuber zu treffen. Über die Jahre wurde es natürlich immer voller, weil die YouTuber immer bekannter wurden. Und einfach unbeschreibliche Momente. Neben all den Erfolgen und Zusammenarbeiten gab es leider auch Trennung und Veränderung in der YouTube-Szene. Wie beispielsweise bei Apecrime, die sich zerstritten haben. Oder die Lochis, die eine neue Musikkarriere gestartet haben. YTT hatte sich zu dem Zeitpunkt schon lange getrennt. Und Julian Bam war ebenfalls bereit, nach noch kommenden Videos den Hauptkanal komplett stillzulegen. Ein letztes Mal in diesem Jahr... Aber auch ein letztes Mal auf diesem Kanal. Trotz aller Veränderungen bleibt YouTube Deutschland ein Ort für Broadcast Yourself. Oder? Nein, da kommt Twitch ins Spiel. Einige der größten deutschen YouTuber waren zu Livestreaming gewechselt, luden Reaktionen auf anderen YouTube-Videos hoch und ließen ihren Hauptkanal teilweise mehrere Jahre inaktiv. Und die jahrelang Zuschauer wurden quasi ins Bein geschossen. Viele wussten eben nicht, dass sie eben Highlight-Kanäle haben und es gab halt auch... Ja, das stimmt schon. Irgendwie große YouTuber lassen ihren Hauptkanal liegen und machen vielmehr nur noch Twitch und Reactions. Natürlich, weil das viel einfacher ist. Finanziell lohnt es sich wahrscheinlich auch mehr. Aber ganz ehrlich, seiner Community ist man doch irgendwo schuldig, dass man auch auf dem Hauptkanal ab und zu was bringt. Vielleicht seltener, aber wenigstens etwas, damit man die Leute nicht so ganz hängen lässt und nur noch so Reactions macht. Denn ganz ehrlich, ich mache ja auch Reactions, aber mein Hauptkanal bleibt sozusagen mein Hauptfokus. Und Reactions kommen nur so nebenbei. Kaum Statements zu ihren Fans in dieser Szene. Heutzutage gibt es eben fast kaum originalen Content mehr. Jeder reagiert auf eine Reaktion, auf die Reaktion der Reaktion. Immer mehr und mehr Content wird wiederverwendet als neu produziert. Doch es gibt Hoffnung. Danke an YouTube 2023. Im heutigen Video teste ich den größten Fake-Markt der Welt. Sind es wirklich gute Produkte oder ist das komplette Sch? Ich bin extra dafür nach Thailand geflogen und habe für euch getestet. Und so habe ich ja Frischholz genommen und da... Ja gut, Celtics. Habe ich mir vielleicht mal 1-2 Videos reingezogen, fand ich jetzt nicht so krass, no front. Würde ich jetzt nicht als Rettung bezeichnen, da gibt es schon bessere YouTuber. Holz ist natürlich durch den Verlust der Feuchtigkeit jetzt ein bisschen geschrumpft und somit ist Hier ist ordentlich Thermik. Boah, also das hier ist jetzt absolut nicht anfängermäßig. So, ich nehme da mal meine Hände weg und du versuchst dein Glück. Ah, halt. Ja. Ist da? Ist klar.
kleine süße Monster ist eine der seltensten Kreaturen in ganz Minecraft. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,083% ist jedes... Damit ich hier heute mitspielen kann, vielleicht nimmst du mich als normaler Spieler. Ich bin den ganzen Tag schon hier für dich. Wildhake! Hallo Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe die Sporttasche dabei, weil ich verbringe heute einen Tag mit Markus Köln. Ja, ich freue mich riesig. Ich ja. mich erstmal. Wo war ich jetzt? Ich war doch die Rettung. Nein, Spaß beiseite. YouTube Deutschland war mit früher die beste Zeit und wird es auch immer bleiben. In den letzten Jahrzehnten gab es noch nie so eine Möglichkeit wie YouTube, so nah mit Idolen oder Prominenten zu interagieren. Ich könnte natürlich nicht jeden YouTuber erwähnen, weil das einfach den kompletten Rahmen sprengen würde. Aber auch falls ihr YouTuber seid... Ach, deswegen hat er mich nicht erwähnt. Der toxische Prinz der Saiyajins muss natürlich mit erwähnt werden, aber hier drücken wir ein Auge zu. Fühlt euch angesprochen. Also abonniert jetzt diesen geilen Kanal oder schau dir die fünfte Reaktion auf die Reaktion auf die Reaktion vom Monster an. Oder hab halt solche geilen Videos wie hier, wo ich by the way über 80 Stunden lang dran geschnitten habe. Deswegen joint unbedingt jetzt den Discord-Server, da könnt ihr auch mit mir reden. Und auch einfach ein bisschen mit der Community hier schreiben. Die ersten 100 Leute, die drauf joinen, kriegen eine bestimmte Rolle, die man nie wieder kriegen kann. Aber falls ihr es jetzt schon wieder vergessen habt, abonniert auf jeden Fall jetzt den Kanal. Wirklich, macht es, bis es abonniert steht. Und ansonsten lasst mir ein Like da und kommentiert gerne das Video. Und sonst bis zum nächsten Video und ciao. Ja, wirklich ein sehr unterhaltsames Video von dem Kanal Julian Stories. Er hat 7620 Abos, deswegen geht rüber und gönnt ihn ein Abo. Ich muss sagen, YouTube früher war für mich irgendwie authentischer. Heute ist irgendwie alles so professionell, ne? Perfekte Kameraeinstellung, perfektes Licht. Alles wird so produziert wie in einer Fabrik. Also so viele Videos wie möglich, man will so viel Geld rausholen wie möglich. Früher war das so ein bisschen authentischer, würde ich sagen. Und wenn euch meine Reaction gefallen hat, dann liked das Video und gönnt mir natürlich auch ein Abo. Und ganz wichtig, kommentiert mal, was ihr besser fandet, YouTube früher oder YouTube heute. Das war's mit dem Video, danke fürs Zuschauen.